So, neue Aufnahmeversuch, nachdem ich jetzt gerade einen Gegner hatte. 7 Zeitstrafen nicht gegeben. Haken, Stockschlag, nichts. 7 Torschüsse, 7 Treffer. Okay. Sieht mir ganz natürlich aus. Ach ja, ich habe in der letzten Folge, bevor ich hier weitergehe, unsere Reihen ein bisschen umgebastelt. Ein bisschen umgestellt, um mal schauen, ob es jetzt besser läuft so. Ich zweifle es sehr stark an, aber wir werden sehen. Denn ich werde das Team so oder so umbauen. Egal, was passiert. Es wird einfach umgebaut. Ja. Die Spiele, die ich natürlich nicht verkaufen kann, bleiben. Die Spiele, die ich loswerden kann, gehen. So einfach ist es. So einfach ist es. So einfach ist es. Kein Poke-Check, er steht einfach nur da und kriegt die Scheibe geschenkt. Einfach nur, weil er da steht. Hier. Poke-Check von uns. Direkt auf die Kelle. Von ihm. Direkt. Check von uns. Zack, 2 Minuten. Das ist... Ich bin im Moment wirklich schwer am Legen, am Überlegen, wie dieses Let's Play weitergeht. Wie ich euch samstags eine Eventfolge gönnen kann. Mit Pack Opening. Aber irgendwie alles ohne Rivals. Ich mach den Poke-Check, Biff. Alter, nee. Es ist. Oh. Oh, Junge. Ich mach den Poke-Check, bevor er die Scheibe loslässt. Und Bonino tut den Schläger raus, wenn die Scheibe weg ist und der Spieler die Scheibe hat, sodass er ihm direkt in die Beine haut. Es ist echt... Ohne Witz. Da lasse ich mich lieber von dem Affen bepissen, als dieses Spiel zu spielen im Moment. Bei eins davon macht mir dann wenigstens Spaß. Es tut mir leid, aber... Könnt ihr euch aussuchen, was von beiden das ist. LOL. Nein, wir wurden gerade nicht bevorzugt. Nein, das ist ganz normal. Dass drei Verteidiger versuchen, die Scheibe zu greifen, während der Torhüter davor sitzt und einer von den Verteidigern haut sie dem Torhüter dann durch die Beine durch. Das ist ganz normal. So läuft jedes NHL-Spiel ab. Klar, lass jemanden das Face-Off machen mit 73 Bullies, während einer daneben steht, der 92 oder 93 hat.
Und daraus entwickelt sich dieses Tor. Habt ihr schon richtig gesehen? Das Tor entwickelt sich aus diesem Bulli. Ich habe schon überlegt, die Reihen komplett umzustellen. Also Linksschützen auf links, Rechtsschützen auf rechts. Wahnsinn. Oh, schön, dass er nicht mitnehmen konnte. Und dann kommt er doch nicht mal hin. Er hat die Scheibe nicht unter Kontrolle, aber es ist direkt abgepfiffen. Am zweiten Pfosten von uns steht ein Spieler, der die Scheibe ins Netz hämmern kann. Nein, Schiedsrichter pfeift davor ab. Ohne Witz. Die Schiedsrichter sind schlechter als die DEL-Schiedsrichter. Und die sind bekanntlich schlechter als ein Stück. Was gibt's denn daraus? Du hast die Chance, das 2-1 erst zu schießen. Und in Unterzahl kriegt er das nächste Tor geschenkt. Ja, ich habe Spaß. Ja, netten. Oh, Alter. Nein, anstatt dass er mir eine weitere Anspielstation bietet, rennt er einfach geradeaus weiter und versucht alle vor ihm stehenden Verteidiger einfach aus dem Weg zu rennen. Völlig logisch. Völlig logisch. Schade, er kriegt die Scheibe nicht durch, Mann. Hammer. Wir kriegen die Scheibe und verlieren sie instantly wieder. Danke, Hedman, dass du mir hier einfach im Weg rumstehst, anstatt dass du dich irgendwie anbietest und McDavid den Weg frei machst. Nein, stell dich genau so hin, dass wir auf keinen Fall an die Scheibe kommen. Oh, Alter, das ist echt zum Besenfressen. Ohne Scherz. Schau dir das an. Schau dir das an. Schau dir das an. Da stehen vier Verteidiger und keiner macht was außer mir. Schau dir das an. Carlson rollt einfach rum und fährt einfach weg vom Tor. Er ist der Verteidiger, der drüben stehen muss. Eigentlich Hedman. Aber schau an, was Carlson macht. Da, Carlson steht irgendwo hier. Weiß nicht, was er da will.
Das ist doch kein Schuss, Alter. Das ist... Schau dir das an. Er muss nichts machen, um an die Scheibe zu kommen. Er steht einfach nur neben mir. Er läuft einfach nur mit und kriegt die Scheibe kostenlos geschenkt. Hitman, jetzt muss gehen. Alter. Hitman, 99 Scheibenkontrolle. Und die KI hat nichts Besseres zu tun, als in uns reinzulaufen und sich auf diesem Weg die Scheibe zu holen. Dass der Gegner dadurch die Scheibe kriegt, das kann doch nicht sein. Ich laufe mit Hitman aus der Zone raus und die KI läuft in mich rein und wir verlieren deshalb die Scheibe. Das kann doch nicht sein. Ich schön mitgegangen. Oh. Schaut es an. Wer schlägt die Scheibe weg? Unser eigener Verteidiger, direkt zum Gegner. Anstatt dass er sie einfach nimmt und weiterläuft. Wer kriegt sie? Unser Gegner. Warum so ein Kackpass an eine Stelle, wo Crosby noch hinlaufen muss? Wenn Crosby schon komplett frei zum Schuss steht, warum? Und jetzt kriegen wir 2 Minuten für den Check. Ach komm. Die anderen können uns checken von wo sie wollen, kriegen nie 2 Minuten und wir kriegen beim ersten Check eine 2 Minuten Strafe. Ach. Hey, wie oft haben wir die Scheibe schon weitergespielt, kassieren dann den Check und kriegen keine 2 Minuten für uns? 50 Mal, 100 Mal, 2000 Mal. Ich kann es leider nicht mehr zählen. Ich kann es leider nicht mehr zählen. Du solltest den einfachen Pass zu dem Spieler spielen, der hinter dir steht, Alter. Oh. Schau dir das an. Schau es dir an. Alter. Ja. Die Drehung ist wieder gut genug, dass 4 von uns einfach stehen bleiben. Schau es dir an. Wir kommen mit dem Pokecheck hin, wir laufen in ihn rein, wir kriegen die Scheibe mit dem Pokecheck und wo landet die Scheibe? Beim Gegner. Ohne 2 Minuten Strafe. Er muss den Pokecheck um uns rum machen, um die Scheibe zu kriegen. Irgendwann berührt sie unsere Beine und irgendwann hätte unser Spieler fallen müssen. In dem Fall Zafgorodny, der das Tor schießt. Ab well. Der trifft uns nicht mal richtig. Und Dreiseitel verliert die Scheibe nicht irgendwie so, dass sie seitlich weggeht. Nein, er schiebt sie nach vorne direkt zum Verteidiger, der vor ihm steht. Also ich meine, ich habe viel gesehen. Aber ich habe es noch nicht gesehen, dass sie es jedes Mal so kontrolliert, auch im realen Leben die Scheibe zum Gegner geht. Noch nie. Und vor allem nicht in dieser Häufigkeit, wie kontrolliert sie zum Gegner geht. Schau dir das an.
Lässt vier Leute stehen. Ich spiele den Pass. Marchessault 95 kriegt ihn an die Kurven. An die Kufen. Und die Scheibe springt weg. Ein Pass auf einen Meter. Einen Pass auf einen Meter, Ladies and Gentlemen. Schau dir das an. McDavid muss die Scheibe gerade durchlegen. Und dann kriegt er sie an die Kurve, aber achtet mal auf die Reaktion vom Marchessault. Zack, der bleibt stehen. Oh, die Scheibe ist vor mir. Ich muss stehen bleiben. Das ist das, was ich einfach nicht verstehe. Das verstehe ich einfach nicht. Ich weiß nicht, was ich da genau falsch mache, aber ich verstehe es einfach nicht. Wo ist mein Verteidiger? Oh, Junge. Ja, es ist zum Weinen. Es ist eigentlich echt zum Weinen. Es ist eigentlich echt nicht witzig, weil das ist nur zum Weinen. Ich spiele die Taktik nach Vorgabe und meine KI hält sich nicht dran. Wir machen einen Poke-Check, zack, landet beim Gegner. Aber einen, der die Scheibe trifft und der eigentlich perfekt wäre. Hier, 97 Perry kann die Scheibe nicht kontrollieren, die 2 Meter vor ihm liegt. Ah, nun, er kommt hin. Oh, Wahnsinn. Och, McDavid. Schau dir das an. Kein KI-Spieler reagiert. Keiner. Marchessault bleibt stehen und dann spielen wir einen nach dem anderen aus. Schau das an. Kein Poke-Check, er geht einfach nur zu unserem Spieler hin und kriegt die Scheibe. Er geht einfach nur hin. Wie oft muss ich ihn anchecken, anrempeln, ihm die Scheibe mit dem Schläger wegnehmen? Ich kriege sie ums Verrecken nicht. Schau dir das an. Keine Chance. Keine verfickte Chance. Ich spiele die Scheibe nach hinten weg, krieg den Check. Scheibe ist weg. Da! Der hat die Scheibe schon. Da habe ich noch nicht mal Niedermeier. Zum Steuern bekommen. Da hat mein Gegner die Scheibe schon. Und Ekblad, das leere Tor, ist zu leicht. Ist anscheinend zu leicht. Schau dir das an, schau das an. Ich schubse ihn, ich bearbeite ihn mit 2 Spielern, mit 3 Spielern. Wer hat am Ende die Scheibe? Mein Gegner. Ich krieg die Scheibe in Situationen, da kann ich gar nicht schießen, weil ich nicht mal weiß, dass ich sie habe. Hier, schau das an, die rennen noch weiter nach vorne, da läuft ja schon den Konter. Ja, tut mir leid, das ist kein KI-Verhalten, das ist einfach nur stupide Scheiße
programmiert. Ich hab die Scheibe längst nicht mehr. Alle rennen zurück. Die Verteidiger, die von der Wechselbahn kommen, zack, rennen an den Angreifern vorbei. Hä? Schau dir das an. Du checkst, du kommst hin mit der Kufe und legst es einfach dem nächsten Spieler von ihm auf, die Scheibe. Das ist das, was mich so anwidert. Das ist das, was mich so anwidert. Die KI blockt nicht. Gaborik, mein eigener Spieler blockt mich. Ja, was soll ich denn machen? Und McDavid schafft es nicht, einen gezielten Schuss aufs Tor abzuliefern. Er schafft es einfach nicht. Ich weiß nicht, ob er es nicht kann oder ob er einfach zu schlecht ist. Aber McDavid fliegt auf jeden Fall. Weil diese 99 will ich nicht mehr in meiner Mannschaft haben. Schaut euch das an, schaut mal an, wo ich hinziele. Der hat 99 Schusskraft und schafft es nicht aus. Ihr schafft es nicht, die Scheibe höher als den Handschuh zu kriegen. Da, sobald ich Marschall steuere, muss er erstmal stehen bleiben. So, Hedman, mein Verteidiger, von der anderen Seite. Achte mal, wo die KI Hedman hinzieht bei mir. Warum zieht die denn da? Sie zieht ihn einfach rüber. Und ermöglicht ihm dadurch das Tor. Weil dann auf der Seite, wo ursprünglich, wo Hedman verteidigen muss, keiner mehr steht. Apropos, ist das nächste, was ich gerade sehe. Wo sind eigentlich meine Angreifer? Ryan ist da hinten, Hedman ist da hinten, Zafgorodny und Carlsen als Verteidiger geht wieder mit vor. Wie gesagt, das haben wir vorhin schon gesehen. Keine Ahnung, was Carlsen da macht. Das ist kompletter Bullshit, was er da verteidigt. Da haben wir das Glück, dass der eigene Verteidiger im Weg steht. Und hier fehlt mir als erstes mal der zweite Verteidiger. Wo ist eigentlich der zweite Verteidiger? Das ist Powerplay, Unterzahl. Okay. Ryan, okay.
Da hinten läuft noch einer. Warum bin ich jetzt eigentlich der da hinten gewesen dann? Das macht ja gar keinen Sinn. Schau an, ich bin hier rein und dann wechselt er mir dahinter. Und das ist das, wo ich meine, da fehlt jegliche Fairness. Ich spiele hier, die Situation ist hier und ich drücke Spielerwechsel und er gibt mir den Angreifer da hinten. Also ganz da hinten. Die hat nichts mit der Szene zu tun. Und die KI, schau mal an, was Niedermeyer macht. Niedermeyer hätte jetzt eigentlich rüberziehen müssen. Der wartet dann noch 5 Minuten. Und dann denke ich, oh, jetzt ist es eine gute Idee, rüberzuziehen. Ja, da ist es schon zu spät, da musst du da bleiben, wo du bist. Und alle drei, die hinter ihm herlaufen, Achtung, die roten Striche, hier können wir aufhören. Das ist eine 2-auf-1 Situation, okay, das kann passieren, verstehe ich. Ja, das darf gar nicht passieren. Ich meine, schau dir das mal an. Der zieht den Schläger mit der Scheibe durch 4 Beine durch. Aber das Spiel ist ja so toll, ich darf nichts gegen NHL sagen, weil das ist alles nur meine Schuld. Schaut euch die Tore doch mal an. 80% gehen auf KI-Konto. Oder aufs Spiel, weil was wechselt das Spiel zu dem einen Verteidiger, zu dem Angreifer, der noch vorne läuft, wenn die Situation am anderen Ende des Eises ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur morgigen Eventfolge. Ciao, mein Freund. Und dann müssen wir schauen, wie es weitergeht. Ich weiß es echt noch nicht. Ciao.